revidiere letzten Funkspruch, jetzt aufsatteln und darunter. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Gold, kommen. So verstanden, wir haben keinen Kontakt mehr zu Gold, wir machen uns bereit. We'll teach you how to take care of yourself, your family and neighbors. Und an Mike ist noch ein SPZ westlich gesichtet worden. So, dann, wenn ich MG wieder zu mir gefunden habe, nachdem ich die Klappe geschickt habe, ballert die Kolonne Richtung 180. Speck? Ja, ich wollte mal losgehen. Wenn du 50 Meter weiter weg, könnt ihr dann auch springen, ne? Ja, guck nochmal durch. Gibt's nochmal durch, wenn wir springen dürfen. Wenn Ron auf dem Weg ist, könnt ihr jetzt springen. Ja, Freigabe jetzt. Sprengerfolg. Sprengerfolg jetzt. Sprengung erfolgreich, Fahrzeuge faul und tüchtig. Verbrannte Erde. Asche zu Asche, Rauch zu Rauch. Ja. Leider nicht ganz. Irgendwie brauchst du scheinbar ziemlich viel Demolition Blocks für diese Viecher da. Ich gehe mal hier vorne an die Mauer. Rot, wir brauchen kommen. Rot hört. Was habt ihr da auf der Schulter? Kommen. Lass mich nicht, ich lass mich tragen. Ah, verstehe, okay. Ah, ja, ja, brauchen nicht mehr. Nee. Dass der Stormy ja nicht laufen kann, oder? Ja, kann man so auch mal machen, ne? Ja, du kannst der OPL durchfunken, wenn du willst, Radim. Das wäre jetzt für den Vorstoß wagen, ne? War aber heute echt ein bisschen schwierig, den Zug auf Linie zu halten, ne? Braun für Gelb. Gelb für Braun. Kommen. Oh Mann. Gelb hört. Hier Braun, Lageinformation. Braun rückt jetzt auf Radaranlage vor. Kommen. So verstanden. Konnten Sie schon Feinde in der Radaranlage ausmachen? Kommen. Wir hatten einen CAS von Adler vor circa 10 Minuten. Er konnte einige Feinde in Radaranlage bekämpfen. Uns ist nicht bekannt, ob der Bereich jetzt schon feindfrei ist. Kommen. So verstanden, dann viel Erfolg beim Nehmen. Weitere Info für Sie. Ich setze jetzt Gold an, den Offizier zu finden, westlich von Mike 26. Achten Sie auf freundliche Kräfte westlich von Ihnen, wenn die weitere vordringen. Kommen. Hier Braun, Braun so verstanden. Gold bewegt sich westlich von uns auf Position Bunker und Container. Kommen. So korrekt. Hier Braun, Braunende. Hey Redim, ich zerstöre jetzt deine Aufnahme. Warum? Ich habe gerade den Battlefield-Trailer gesehen. Alter! Das schneide ich raus, ist mir scheißegal. Und hier ist es so still, dass ich sogar nur deine Stimme rausschneiden muss. Ja, er gibt mega, schicke ich mal gleich. Nein, hör auf. Folgende Orangen, Informationen zu der Lage, zu Bunker und Container bewegen sich gleich Gold. Die Gelb für Braun kommen. Lageinformation Ende. Braun hört. Gelb hört. Jetzt geht's bei dir auch schon los. Wir benötigen eine Freigabe für CAS, um CAS auf AP Dresden auf Standby zu setzen. Kommen.
CR ist soweit genehmigt, der wird sich bei Ihnen am Funkkanal melden kommen. Braun verstanden, Braun Ende. Adler meldet sich im Sprechraum Verkehrskreis an, Braun für Adler. Hier Braun, Adler, bewegen Sie sich auf AP Dresden auf Standby-Position, kommen. Verstanden, melden uns, sobald wir AP erreicht haben. Was meinst du? Was hat Glock zu dir gesagt? Sexy? Nee, keine Ahnung, hab ich nicht verstanden. Er hat sich auf jeden Fall mit Braun hört kommen gemeldet. Braun für Adler kommen. Hier Braun kommen. Haben AP Dresden erreicht. Gut so, dann bleiben Sie in Standby. Wir melden uns. Kommen. Verstanden, bleiben in Standby. Scannen ein bisschen über eure Köpfe hin. Der scheiß Berg da ist zu hoch, Mann. Was? Der scheiß Berg ist zu hoch. Malz! Guck mal die Karte. Ja, ja. Guck mal die Karte an, wenn der da in dem Tal ist, westlich. Wenn da irgendwas ist, dann kommt er von da aus gar nicht hin. Ja. Ja, stimmt wohl. Wie sieht's denn jetzt bei Yellow aus? Yellow sag ich schon. Gold. Grün, weiß ich nicht, die sind da mittendrin. Was macht Blau denn da hinten? Truppführer in der VSS. Ey, wir sind eine also theoretisch sind wir fast eine Stunde früher fertig als gedacht, ne? Du bist so ein Immersionskiller, Mann. Was denn? Die Vorgabe des Oberkommandos war bis 9.46 Uhr. Ja, okay, wir sind bei 8.46 Uhr. Guck mal auf die Karte, siehst du im Südwesten ganz unten IP Leipzig. IP Leipzig, ist hier nur AP, AP Dresden? Ja, IP links, links davon da, ja. IP Leipzig. Okay, okay. Das bringt aber auch nichts, Mann. Das ist ein scheiß Kessel da. Rot, Violett für Braun, komm. Wie ist der Status? Wie ist die Lage? Kommen. Trennung rot, wie sieht's bei euch aus? Kommen? Ja, bestätige Zugriff warten, dann jetzt Trennung rot aufbauen, Süd, Südwest, Violett, Ifritz, LKWs verminen, soweit ihr Material noch habt, und dann aufbauen Richtung Süd, Südost. Kommen. Violett bestätige. Rot bestätige, dann Braun Ende. Okay, ready. Ja, warte mal. Warte mal kurz. Gelb für Braun kommen. Gelb hört's. Hier Braun, teilen Sie Gold bitte mit, dass Adler, als er bei uns den CAS gemacht hat, westlich von Radaranlage ein SPZ gesichtet hat. Allerdings unklar, wo die Position genau war, nur Richtung ist bekannt. Kommen. So, wir werden so weitergehen. Danke für die Information. Wenn möglich, aufklären. Kommen. Ja, verstanden. Ich habe Adler in der Luft. Ich kann ihn noch verlegen, um den Bereich vom Gold etwas zu überwachen. Kommen. Ja, führen Sie das so durch und weisen Sie Adler nochmal darauf hin, dass Sie unglaublich vorsichtig vorgehen sollen beim SPZ kommen. Ja, so verstanden. Braunende. Ach da, ja.
Adler für Braun, kommen. Adler hört. Hier Braun, brechen Sie Überwachung auf AP Dresden ab und begeben Sie sich zu AP Leipzig, kommen. Alter AP, ich brauch dich jetzt mal. Ich kann jetzt nicht. Check so verstanden, jedoch kann ich kein AP Leipzig auf Karte. Ah, doch, okay, hab gefunden. Check, bewegen uns auf neue Position. Was kann ich für Sie tun? So, schöne Grüße an die OPL. Airstation Mike 26 eingenommen. Frage, ob. Ja, wir haben ein paar Fahrzeuge aufgefunden, ein paar tote Infanteristen. Fahrzeuge werden jetzt gerade vermint. Weitere Aufträge. Alles klar. Das ist der Adler übrigens. Der verlegt. Arthur Tote haben wir gar nicht gefunden jetzt, wa? Ja, wir nicht. Die anderen. Scheiße, Mann. Sag mir nochmal, was du gerade gesagt hast. Also, Airstation Mike ist eingenommen. Wir haben ein paar Fahrzeuge vorgefunden. Ein paar tote Infanteristen vermieden jetzt die Fahrzeuge. Sicherung steht. Warten auf weitere Anweisungen. Alles klar. Braun für Gelb auf der 32 kommen. Hier Braun, kommen. Neuigkeiten zum SZ. Fuck me. Gold stand 2 Meter vom SPZ, haben SPZ jetzt markiert, Adler bekämpft gerade SPZ, kommen. Jawohl, so verstanden. Dann Trennung, Information von Zug Braun, Radaranlage ist genommen. Vereinzelt Fahrzeuge vor Ort, Frage, Fahrzeuge sprengen. Noch eine Frage. Fahrzeuge. Moment mal, erst wenn kommen gesagt wird. Noch eine Frage. Weiteres Vorgehen. Kommen. Sexy Motherfucker! Ja, Fahrzeuge, wenn möglich, in Basis sprengen. Sprengen. Wir lassen das Reset absolut nichts zurück. Alle Materialien werden gesprengt, wenn möglich. Weiteres Vorgehen. Erstmal bei Radarbasis, dann soweit Stellung beziehen. Wenn abgerückt Stellung beziehen, wird, wird dann gesprengt. Kommen. Wenn abgerückt wird, wird gesprengt. Ich habe Schuss. Adler, komm. War das etwa der Mist? Hier Braun, kommen. Wir wurden beschossen. Stemper. Adler, wiederholen Sie. Wir wurden beschossen, wir mussten uns kurz zurückziehen, ein bisschen kommen. Jawohl, so verstanden. Dann bekämpfen Sie weiter und melden Sie sich, wenn ausgeführt. Der Adler bekämpft da hinten im Tal jetzt wirklich den Ifrit. Haben wir Freigabe auf Ifrit-Bekämpfung, komm. Ja, Freigabe erteilt, kommen. Oh, hallo, hallo, ja, wir hören dich. Spolzi? Ja. Meld mal durch, dass da linke Seite, also westlich von Radaranlage der Ifrit aufgeklärt wurde von Gold, der wird jetzt durch Adler bekämpft. Okay. Rot, Violett, Break, Break, hier Braun, kommen. Westlich ihrer Position, zwischen ihnen und Gold wurde ein Ifrit aufgeklärt, der jetzt von Adler bekämpft wird. Ich wiederhole, westlich ihrer Position Ifrit, der jetzt von Adler bekämpft wird. Ah, markant Rauchsäule. Weiterstellung halten. Okay, Braunende. Ist bekämpft. Hört, kommen. Braun für Adler, kommen. Hier Braun, kommen. Feindliches Fahrzeug wird ich kann noch nichts genaueres sagen. Kommen. Hier Braun. Momentan keine neuen Aufträge. CAS aus Einsatz erstmal also beendet. Gehen Sie RTB, Braunende. Sechster verstanden. Dann RTB. Okay, die sind raus jetzt. Ja, so verstanden. Ach, du bist ja gar nicht. Kommen. Braun für Gelb, komm. Eieieiei. So, hast du jetzt einen weiteren Auftrag von der OPL für uns? Nein, wir sollen sichern da oben erstmal. Okay, sollen wir auch da hoch mit drei? Wir gehen auch gleich da hoch, aber ich hab die gerade auf der Strippe, warte mal. Ja. Ich bin gerade verwirrt mit dem. Ich überlege, ob Braun für Gelb auf der 32 kommen. Braun für Rot kommen. Oh, kann mir jemand rangehen? Hier Braun kommen.
Neuer Auftrag nach Bekämpfung von Ifrit, wir das Ifrit Gold bekämpft hat. Letzte Position ist im Canyon, wie auf Tablet zu sehen, aktuell kein Kontakt zu Gold. Versuchen Sie schnellstmöglich ein Fireteam dorthin zu schicken, kommen. Jawohl, Braun verstanden, kommen. Spolzi! Ja, negativ, Gold Stellung halten, Gold ist auf dem Weg. Nix. Kommen. Gold muss... Gelbende. Ein Trupp muss schleunigst darunter, kein Kontakt zu Braun, die waren im Nahbereich vom Ifrit, keine Ahnung, was da los ist. Okay. Break, break, rot, ich revidiere letzten Funkspruch, jetzt aufsatteln und darunter. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Gold, kommen. So verstanden, wir haben keinen Kontakt mehr zu Gold, wir machen uns bereit. So verstanden, erst bei Gold reinschauen und dann runter zum Container. Trennung, violett für Braun, komm. Hier, Violett, komm. Begeben Sie sich in Sicherungsposition und sichern Sie das Vorgehen von Rot, kommen. So, Schaden, Violett wird Rot sichern. Frage, wenn Rot verlassen dürfen wir springen, kommen. Bestätige, kommen. Violett, Ende. Warte, Break. Violett muss uns über, muss Rot ablösen. Wir sind hier, wir sichern hier die Ausgänge des Gebäudes, kommen. Rot. Ja, das bitte schleunigst schnell. Gold liegt scheinbar am Dreck. Marsch, marsch! Wir gehen rüber, ja? Genau, wir gehen hoch, die holen die Fahrzeuge und gehen dann rüber. Wir holen die Fahrzeuge? Ja, oder sollen wir die da lassen? Ah, scheiß drauf, sind wir doch fast schneller gelaufen. Wo stehen denn die Kisten ja, mittlerweile, Mann? In hier am Haus. Bei der AA-Stellung, oder? Ja, das ist nicht weit. Guck mal, die Fahrzeuge sind da oben bei Glocken. Ja, okay, auf. Hopp, komm. Nein, der soll sie uns bringen. Warte. Ja, dann soll er sie bringen, ja. Ach, okay. Gelb für Braun, kommen. Gelb hört. Frage, wenn Sie nördlich von sich einen Blick aus dem Turm werfen, sehen Sie dann drei bewaffnete Fahrzeuge kommen? Negativ. Wo sollen die stehen? Wenn Sie südlichen Blick rauswerfen? Eben bei VSS. Das war mir soweit schon klar. Ich sehe keine bewaffneten Fahrzeuge. Was? Wo stehen die? VSS 3. VSS? Hat er so gelöscht. Wo ist VSS3? Ist doch beim Turm. Geld meldet einen bekämpften Ifrit in Sichtweite, sonst steht da nichts rum. Ah, okay, ich wiederhole nochmals. Sehen Sie unsere bewaffneten Fahrzeuge irgendwo im Umkreis? Selber, ja. Lol. Aber Geld für Braun. Ja, wir melden uns direkt mal wegen der Fahrzeuge. Ich glaube, die sind direkt unter unserem Bunker. Wir sehen die aber gerade nicht. Ja, verstanden. Wir holen sie jetzt aber schon selber. Kommen. Na, ich bestehe darauf, dass wir die euch bringen. Jawohl, so verstanden. Gelb bringt die Fahrzeuge zu Braun. Kommen. Ja, wir kriegen ich weiß nicht, sie wer angefangen hat. Kommen. Sind die überhaupt zu dritt? So scheißegal. Letzten Funkspruch wiederholen. Kommen. Letzten Funkspruch wiederholen. Ja, komm, wenigstens an die Straße hoch. Ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat. Kommen. Ja, hier gelb, braun, Ende, Mann. Ich habe auf jeden Fall die Initiative. Ich beende jetzt. Ruf da! Kommt ihr mit? Nee, wir bleiben da. Ich hab schon Braun, Mike wird aufgegeben. Ja, ich hab auch. Also Brainfuck par excellence gerade. Informationen für Rot und Violett, wir rücken jetzt nach auf Hügel 207 mit den Fahrzeugen. Nicht erschrecken. Bereit da hinten? Ja, ich sitze im zweiten. Ja, gut, Sigma ist bei mir. Fahren wir los. Braun für Rot kommen. Hört kommen. Wir haben Team Gold gefunden. Zwei Leute verletzt. Kommen. So verstanden. Hoch zur R-Station, Mike. Wir kommen dahin jetzt mit dem Auto.
So, an alle, schnappt euch die Leute und wir gehen dann hoch zur Erdstation Mike. Der Sanitäter sind mit Fahrzeugen unterwegs. Stormy, oben in der Kurve treffen wir uns, ja? Lass zwei Mann die hochbringen und mach mit anderen vier Mann das Objective sicher. Und den General oder wer auch immer das ist. Sprengung erfolgt. Ja, Gründe verstanden. Gründen meldet sich Abkommen noch. Gelb für Braun, kommen. Gelb hört. Melde, Team Gold wurde gefunden. Team Gold schwer verletzt, wird jetzt auf Position Radarstation gebracht. Von unserem Medic erst versorgt. Wenn nötig, brauche ich sofort Freigabe für Medivac. Kommen. Ja, so verstanden. Eine weitere Frage: genau, haben Sie gerade Sachen eurer Radarstation gesprengt oder ist das ein Mörser? Kommen. Hast du Schiss oder was? Nee, wir haben gesprengt. Kommen. Alles klar, danke sehr. Gut, Medivac wird angefordert. Ah. Kommen. Hier Braun, Braunende. Ich mach, Scheiß, wo lasse ich denn den jetzt landen? So, verstanden. Marker VSS steht in wenigen Sekunden. Red, oder? Spolz, ich gehe ein Stück nördlich und suche eine Landezone. Ja, check. Rot, VSS-Markierung steht. Braun für Gelb kommen. Hier Braun kommen. Frage: Haben Sie dort vorne vielleicht eine LZ, wo die direkt abgeholt werden können oder sollen die Medics abgeworfen werden? Sieht ziemlich bewaldet aus da vorne. Kommen. Ah, kommt auf den Piloten an. Ich habe die Kurve ein Stück nördlich von Position Braun als Landezone ausgemacht. Ist ein bisschen eng. Guter Pilot schafft das. Kommen. Ah, so verstanden, gehen wir so weiter. Gelbende. Ich schlaf schon aus, bin ganz heiß. Hier, Radim, wie sieht's aus mit dem Medivac? Meldet sich jede Sekunde bei mir. Braun für Villette kommen. Hört, kommen. Frage, soll ich immer noch Westen 180 Grad decken oder irgendwas anderes machen kommen? Ja, bestätige, ihr habt im Moment keine weiteren so Anweisungen, deckt einfach weiter das Vorgehen von Rot, kommen. So, verstanden, Sicherung. Oh Mann, die haben sie beschissen abgedeckt. Hier, Braun, kommen. Lass mal weitergehen, Spolz hier. Auftrag lautet? Auftrag lautet wie folgt, auf LZ Freiburg. Ich am Arsch, Alter. Nein, komm mir nicht, Alter! Ihr Spacken! Auftrag lautet wie folgt: Freiburg LZ aus 1, also Heading 180, Receiver Braun, zwei Schwerstverletzte, Type Mark grüner Rauch. Bereit für Remarks? Kommen. LZ Freiburg Heading 180, Receiver Rauch and Evac Mission. Ja, so korrekt. Dann Remarks. Es ist wichtig, dass ihr direkt die Landezone in Richtung 180 anfliegt. Das ist sehr eng hier. Kommen. Ich wäre mutig. Ja, schauen wir mal. Gleich gerade hätten wir um ein H3 rausfliegen müssen, Mann, ihr Spinner. Was bleibst du denn nicht einfach stehen? Ich wäre an dir vorbeigefahren. Ja, weiß ich doch nicht. Vor die Karre, Mann. Ach, Jesus.
dich einfach im Berg heruntergerollt, du wärst nicht ausgeflogen, Mann. Hast du Info? Medivac setzt zum Landen an. Kannst du mal fragen, ob der Leichensack bei hat? Aus? Ja, kann das nicht. Schick mal auch den Typen da rein. Komm, der Medivac ist da. Komm, komm. Hab ich dir Braun kommen? Hab ich das? Habt ihr Leichensack dabei kommen? Okay, kannst du nachblasen den Heli? Wir brauchen ja. Leichensack, der sind beide platt. Medivac-Einsatz beendet. Beide Schwerstverletzten sind verstorben. Ja, so verstanden. Leichensäcke haben wir nicht. Können auch weg, der Beschuss her. Bei uns in den Kisten mal Leichensäcke. Ja. Wo vorne? Ja, vorne. Ja, dann heizen wir mal zurück. Ja, wollt ihr eben zurückheizen? Ich bleib aber hier, ne? Ja. Jungs, den Beschuss habt ihr mitbekommen, ja? Ja, ja, klar. Ja, ja. Auf Habicht gerade. Wo kommt denn der her? Violett für Braun kommen. Nordwest. Konntet ihr den Beschuss orten, wo der herkam, kommen? Haben sie jetzt beide nicht geschafft, oder wie? Schade. Achtung. Ja, bestätige. Trennung, ja. Rot für Violett kommen. Rot für Braun kommen. Voll über Außenspiegel. Ja, ich dreh doch mal. Ah, langt doch, oder? Ja, kommt rum. Standen die da unten, ne, bei der Kaserne? Ja, genau. Ja, Geländewagen halt, ne? Ajo. Platze ein. Oder du? Wir. Munition auch mitnehmen? Ja, alles, wenn wir schon da sind, oder? Hier rot. Zwei Buddy-Teams von uns sind unterwegs, das kann aber eine Weile dauern, weil zu Fuß. Ja, bestätige Trennung, Violett für Braun kommen. Violett für Braun kommen. Hier, Violett kommen. War das in Ordnung bei euch da unten, ja? Komm. Violett und Grün haben nur einen Sprung-Sprengen reinbekommen, noch unbekannt, komm.
Trennung Rot für Braun kommen. Rot hört. Stormy, wir planen jetzt mal komplett um. Schnapp deine Truppe und beweg dich auf meine Position. Kommen. Rot verstanden, wir gehen zurück zu euch. Ja, ja, guck aufs Tablet, ich stehe ein bisschen weiter unten im Hang. Da kannst du dich gut positionieren und dann bauen 180er Richtung Westen auf und schützt die Violetten mal ein bisschen, ja. Ja, ich hätte immer noch den Vorschlag, dass wir mit zwei Fahrzeugen davor fahren und Violetta vorne an der Straße Gesellschaft leisten. Negativ, Violett ist... Achso! Moment, ich prüfe. Ja, bestätige, ein Fahrzeug und nach vorne. Ich revidiere natürlich zwei Fahrzeuge. Also einer hat sich angeschossen. Kommen wir zu den Fahrzeugen. Wir nehmen zwei Fahrzeuge und werden dann Violette ein bisschen helfen. Violette für Rot kommen. Hier, Violette kommen. Wir sind gerade auf dem Weg zu ihm mit zwei Fahrzeugen. Haben ihn gleich begraben. Kontakt von Südwest, Patt und Nordwest im Wald rund. Noch alles rein? Ja. Zur Not schmeißt den Reifen raus. Oh, komm, wir nehmen die Scheiße in die Autos, da fahren wir noch ein Stück nach vorne, ey. Alles schon erledigt, Chefe. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Aufsitzen, meine Herren. Alle sitzen, wir können fahren. Jupp. Das üben wir aber nochmal, oder? Violett für Rot kommen. Hier wird das kommen. Wo haben wir denn hin? Habt ihr den VIP gesichert kommen? Negativ, aber mögliche Position ist nach Westen eine Hausruine, okay. Sprich auch fast mal Feuer nach Westen runter. Dem nicht genau in 50 Metern. Haus Richtung Nordwesten, du verstanden? Absitzen und dann hoch auf Nürnsicherung einnehmen. Noch ein Stück. Na los! Rot, Violett, Lage, kommen! Ich hatte mal zu sagen, was da los ist, ne? Violett zurzeit wegen Vermischung Rot-Violett und Feuer unübersichtlich. Komm. Ja, so verstanden. Zur Notstück ziehen, neu sortieren bzw. ausweichen. Weitere Frage an Rot-Violett: Was ist jetzt mit dem General? Habt ihr was gefunden? Kommen. Hier Rot, wir versuchen die linke Flanke zu machen. Gelb für Braun, kommen. Braun hört, Gelb hört. Hier Braun, bitte teilen Sie dem Medivac mit, dass er sich in Bereitschaft begeben soll. Eventuell benötigen wir gleich den Medivac, beziehungsweise eventuell ist der Violett. VIP in Kürze gesichert, kommen. Ja, so verstanden, Medivac wird in Bereitschaft versetzt, kommen. Gut so, Braunende. Medivac ist in Bereitschaft. Hier Braun, by the way, bitte mal die Bunkeranlage markieren für die OPL, kommen. Hier Rot, wir sind gleich bei der Bunkeranlage markieren. So verstanden, Waffeneinschränkungen 5,56, keine Unterlaufgranatwerfer in dem unübersichtlichen Gelände. Beherrscht euch mal ein bisschen. Braunende.
Hier Rot, wir haben das High-Value-Target gesichert. Kommen. Ja, so verstanden. Dann High-Value-Target Richtung Elsitzer Brücken. Und Feind, Stärke, wie sieht's aus? Weiß hier, Braun, kommen. Hört. Wir haben vermutlich weitere Feinde im bereit Norden. Bereit für Five-Liner, kommen. Wir uns jetzt zurückzuziehen. Bereit. Five-Liner so lautet wie folgt. Violett, dann zurückziehen Richtung Hügelkante 147. Ich wiederhole, zurückziehen Richtung auf LZ Saarbrücken, Heading 260, Receiver, Braun, Supply, ein Leichensack, plus der VIP, Type Mark, weißer Rauch. Kommen. Wiederhole. Elsitzer Brücken, Heading 260. Empfänger Braun, ein Leichensack plus VIP, weißer Rauch, Marking. So richtig, kommen. Sigma, lad den Leichensack mal aus. Alles klar. Die sollen den VIP hier hochbringen, ja. Meldung an die OPL, High-Value-Target gefunden, wird jetzt zur Elsitzer Brücken gebracht. Wir haben noch weitere Feinde. Frage, ob wir die weiter verfolgen dürfen Richtung Nord-Nordwest. Kommen. Jawohl, wird gemacht. Gelb für Braun, kommen. Gelb hört. Wir brauchen Lageinformation. VIP-Target wurde gesichert. Medivac ist gerade im Anflug auf LZ Saarbrücken. VIP-Target wird in Medivac verbracht und ausgeflogen. Frage, wir haben noch Feindkontakt Richtung Nordwest. Soll Feind weiter verfolgt werden? Kommen. Frage, wie die Feindstärke kommen. Ich brauche eine Einschätzung der Feindstärke, Spritzi. Komm. Rot-Violett, dringende Einschätzung der Feindstärke benötigt. Komm. Weiß hier bauen, bleiben Sie kurz auf Standby. Kein Wa- Einschätzung? Einschätzung, im Moment keine weiteren Kontakte. Wir würden halt dann nochmal nachsehen, quasi. Lad den Leichen bitte. Gelb, Jungfrau, kommen. Gelb, ja. Prima. Keine weitere Einschätzung der Feindlage möglich. Keine Kontakte mehr bei Objektcontainer. Wir würden gegebenenfalls Richtung Nordwest absetzen und weiter aufklären. Soweit freigegeben, jagen Sie die restlichen Feindkräfte, die noch da sind, und machen Sie die Linie, sollten Sie noch welche finden, kommen. Helfen verstanden, gelbe Ende. Soll den NVIP gleich bitte? Zeit, wenn ja, bestätige. Ja, bestätige. Dann sollten Sie fertig dann damit kommen. Moment, schneller, wenn ihr wegwartet. Ja, so verstanden. 10, 15 maximal. Perfekt, gelb Ende. Frage, bitte in den zweiten Sätzen kommen. Negativ, bleiben Sie noch vor Ort. Der soll den Motor wieder anschmeißen, geht gleich weiter. Weiß, Motor wieder anmachen. VIP ist gleich hier bei uns. Kommen. So, jetzt habe ich Zeit für dich, Xell. Grüß Gott. Was? Jetzt habe ich Zeit für dich. Nächstes Mal ruft er für VIP und Leichen ab, dann sprechen Logistik. Nee. Ich weiß auch nicht, ob der verletzt ist, der VIP.
kannst du lang Motor. Okay, der Typ wird doch zu Fuß gebracht, das dauert nur einen Moment, aber soll er den Motor laufen lassen. Freigabe übrigens nachzusetzen, 10, 15 Minuten maximal. Okay. Spielst du es mal durch? Nein, lass mal. Herr Spolzi? Funk, ich höre nichts. Ja, Freigabe nachzusetzen, 10, maximal 15 Minuten noch zur Zeit. Check. Hier Frauen kommen.
Dauer bis Ankunft für VIP, haben einen Schwerverletzten jetzt an Bord. Komme. Ja, der VIP ist in 30 Sekunden eingeladen. Komme. So verstanden. Okay, Versi ist drin. Ja, nochmal Entschuldigung, weil mir die nicht ganz so lange gedauert hat. Weiß hier Braun, VIP eingeladen. Ihr seid bereit für den Abflug. Medevac-Einsatz mit dem Braun. Falscher Kanal. Braun hier Weiß, Weiß hier Braun, VIP eingeladen, Schwerverletzter eingeladen. Ihr seid bereit zum Abflug. Medevac-Einsatz beendet. Braun Ende. Für Weiß. Jo, erfolgreich abgegeben. Jacob Dorgan ist am Helikopter innen drinne, fliegt gerade zur Basis. Ich lasse mir gerade fürs persönlich von Spolze hier noch Kittypflaster ankleben. Ich mache mir meinen Tourniquet mal selber ab. Naja, ja, schmeiß dir das wieder rein da. Oder du machst es so. Du hast das Barett schon wieder geklaut, ey. Ich sehe ey! Bleibt. So, komm, Abmarsch mit dir nach vorne. Warte, ich nähe dich noch zu. Ja, guck mal, du wirst sogar zugenäht. Wow. Ja, Konserve nehme ich auch noch gerne. Gelb für Braun kommen. Ja, warte, gebe ich dir mit auf den Weg. Ja, ja. Gelb hört. Passt schon. Hier Braun, Lageinformation. Braun rückt jetzt von Position Container Richtung West vor. Auf einmal ertrinkt. Versucht verbleibende Feindkräfte zu werfen. Weiß ist mit einem Schwerverletzten und dem VIP auf dem Weg in die Basis. Übernehmen Sie dort den VIP. Komme. Rot hört. Konnte ich so aufnehmen, Weiß landet gerade hinter mir. Soweit habe ich verstanden, viel Glück noch beim Aufsuchen der letzten Feinde. Komme. Braun, so verstanden. Braun Ende. Braun, wir wieder kommen. Hört, kommen. Frage, soll der Sweep alleine den Sweep weiter gen Norden machen oder weiter der Straße folgen kommen? Erstmal Richtung Nordwest einschlagen und an der Waldkante folgen, kommen. So verstanden, vielleicht macht ihr ein eigenes Ding, so richtig, kommen. Wollen wir uns nicht ausfliegen lassen? Ja, normalerweise sollte Rot mitmachen, kommen. Ja, aber Rot ist ja nicht bei uns, deswegen frage ich ja, komm. Ist. Die werden wohl gleich dann folgen. Trennung, Rot für Braun, kommen. Hier Rot, wir folgen. Ich hab meinen Truppen schon vorne. Gut, dann den blauen, den Pfeilen, die auf Karte markiert sind, einfach nach, meine Männer. Ja, komm, wir fahren auch nach da vorne, oder? Auf jeden Fall, mit der geilen leergeschossenen Karre. Jo. Ah, dann letztes Fenster. Drei sitzt. Warum macht ihr eigentlich. Warum zündet ihr nicht immer das? Wir wollen unseren Fahrtweg verschleiern, Rhythm. Ja, oder die letzte Position. Boah, mach ich nicht schnell. Ja. Komm. Oh, Alter. Okay, halt. Boah, alter Schwede. Oh, absetzen. Annie ist doch da, keine Angst. Genau, ich komm nicht mit, das ist, also ich versuch's, aber. Ich komm nicht hinterher. Komm, lass dich ausfliegen, Stormy, wir haben heute noch nicht genug Medevac-Einsätze gehabt. Also ich habe jetzt ein Reimchen übergeben, die sind jetzt zu viert, zwei Buddy-Teams. Du hast nix. Du hast kannst einfach nix. Ja, ich weiß. Doch, hat er wohl. Und zwar, wenn du vorhin eine Verletzung am Bein hattest und der Splitter ist immer noch drin. Ja, dann ist zwar die Verwundung nicht mehr da, weil es zugenäht ist, aber der Splitter ist quasi trotzdem noch drin und dementsprechend ist dein Bein im Arsch. Ja. Kniescheibe ist fertig. Blutet zwar nimmer. Ja, die ist fertig. So. Ich dachte schon, dass er was mit dem Rücken mag, aber gut. Ja,
Das kann auch am Morphium liegen. Es ist deine Entscheidung, ob du ausgeflogen werden willst oder hier bleiben möchtest. Also ich kann hier bleiben, ich kann gut verteidigen, aber ich kann halt nicht mehr angreifen, weil ich nicht mehr laufen kann. Du bist ein super Fahrer, habe ich gehört, Stormy. Ja. Nur das Ding hat irgendwer kaputt gefahren, da ist ein Reifen kaputt. Ja, wir sammeln die. Reifen haben wir drin bei uns, komm. Ja. Ich weiß aber nicht welcher, es ist... Ja, lass lieber dran, die alten Kackdinger, solange die noch dran sind, dann passt das schon. Und die sind alle komplett leer geschossen. Ja, ich weiß, die haben wir viel leer geschossen, als wir euch gedeckt haben. Ja, genau, ja, mach das mit. Ich stehe, aber ich bin nicht mehr so richtig angriffsfähig. Ja, gesagt. Nee, wir sammeln die dann gleich da unten rein, dann werden wir wahrscheinlich jetzt zurückverlegen, schätze ich mal. Aber kommt immer noch sporadisch Beschuss rein, ne? Wahrscheinlich aus Richtung Norden, so wie es sich angehört hat vorhin. Also Nordwesten oder irgendwann, oder irgendwo. So hat es sich angehört vorhin. Also von dieser, ich weiß es, ich war vorhin weiter unten. Aber das Beste war ja, als ich dann so hinterherhinke und dann Reimchen mich einfach packt und dann... Braun, der Geld auf die 32 kommen. Braun hört, kommen. Frage, wie lange brauchen Sie noch zur Durchkämmung des Gebietes kommen? Warten Sie eins. Wie lange brauchen wir noch für die Durchkämmung des Gebietes? 5 Mikes. 5 Mike. Gelb für Braun, kommen. Ja. 5 Minuten, kommen. So freigegeben, denken Sie dran, nach Durchkämmung des Gebietes, es wird kein Material zurückgelassen, verlegen Sie mit dem zurück, was Sie haben, kommen. Ja, Braun verstanden, kommen. Dann ausführen und zurücklegen, Gelbende. Wir sollen alles mitnehmen, was hier so rumfliegt an unserem Material, 5 Minuten noch und dann zurückverlegen. Ja, wir haben ja schon so ziemlich alles, ne? Ja. Ja, wir holen die dann auch da unten ab. Ja, klar. Also dann auch zurück zur Basis, oder was? Ja, mit zurückverlegt. Ja, dann kannst du schon mal eine Route plotten. Ich? Ja, du. Rot-Violett für Braun, kommen. Ja, schlagen Sie jetzt ein Richtung Objekt Berlin. Wir holen sie dann mit den Fahrzeugen dort ab. Dort bauen wir dann Konvoi auf und verlegen zurück zur Basis. Bestätige, kommen. Rot bestätigt, kommen. Violett bestätigen, kommen. Gut, dann Braun Ende. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Jetzt Ende. Ja, dann lass uns mal aufrödeln. Einfach vor. Meldung an OPL, letzten Feind verfolgt und also gejagt und geschlagen. Machen uns jetzt auf den Weg in die Basis. Jawohl, wird gemacht. Das war knapp, wa? Niemals. Geld für Braun, kommen. Gelb hört, gelb. Hier Braun, Lageinformation. Letzte Feindkräfte in unserem Bereich geworfen. Konvoi wird aufgebaut. Wir begeben uns zurück in die Basis. Kommen.
So, verstanden. Ich wünsche einen angenehmen EV zurückkommen. Braun bedankt sich. Braun Ende. Bis gleich, stellt die Getränke krank, kalt. Geschwindigkeitenabstand liegt dann violett fest.